An Titan Quest mochte ich sehr gerne, das ist auch ein Action-RPG, das ich lange gespielt habe, dass die Gegner tatsächlich das droppen, was sie bei sich tragen. Was ziemlich cool war, weil das bedeutet auch, dass wenn ein Bossgegner eine magische Artefaktwaffe oder sowas droppt, dann benutzt er die im Kampf vorher auch wirklich und ist dadurch unter Umständen extrem schwer zu besiegen. Aber dann hatte man schon, na, wenn man den Gegner gesehen hat mit einer komischen Waffe in der Hand, war man schon gehypt, weil man sich dachte, okay, das will ich haben. Das war cool. Sowas wird heutzutage nicht mehr gebaut, nicht mehr programmiert. So, dann sind wir hier fertig. Ich erkläre diesen Dungeon für gelootet. Oh, aber davor ist noch Action. Oder wieder. Danke sehr. Bitte sehr. Dann nehme ich mal das Trainingshalsband. Ah, das ist für Werner, glaube ich. Das ist cool. Ich glaube, wir hatten noch gar keine Ausrüstung für Werner, oder? Plus 8 Schaden macht das. Plus 8 Körperpanzerung und plus 17 Körperschaden. Ah ja, cool. Schön. Wir sind schon wieder aufgestiegen. Das heißt, wir können jetzt auch unseren Heilbot nochmal hochleveln. Bald. Bald ist er Stufe 2. Waffen kann ich alle abgeben. Braucht unser Ingenieur alle nicht. Außer seinen Hammer. Oh, was ist denn das? Ein Bogen leider. Nicht identifizierter Bogen. Wie identifiziere ich denn den? Auf A. Wer hätte das gedacht? Ja, gut. Können wir den jetzt verkaufen? Wo wir ihn identifiziert haben extra. Ah, jetzt könnte ich die blauen Hosen anziehen. Aber jetzt sind die grünen Hosen einfach besser. Also verkaufe ich die blauen Hosen. Achso, warte, die da unten müssen noch weg. Okay, passt. Weiter geht's. Ach, ich vergesse immer, dass ich den Heilbot immer wieder nach einem Gebietswechsel neu beschwören muss. Bisschen nervig. Achso, das ist ein Freund. Ich wollte ihn schon verhauen. Zum Glück erlaubt das Spiel das nicht. Ach, eine schlechte Angewohnheit, dass ich immer meine Freunde verhaue. Na, dann weiter. Ich habe mir heute irgendwann innen da auf die Lippe gebissen. Und jetzt habe ich da eine wunde Stelle. Und ich würde sie gar nicht bemerken, wenn ich nicht da mit der Zunge dran rumspielen müsste. Aber ich kann nicht aufhören.
Das ist ja gerade das Gemeine dran. Heilbot! Danke, Akira. Dazu ist mein Hirn heute nicht mehr in der Lage, sich das zu merken, dass wir Heilbot brauchen. Dass ich den immer wieder beschwören muss, meine ich. Aber mein Gott, ich bin jetzt auch schon seit 30 Stunden wach oder so. Ich bin zu alt für den Scheiß. Ach, der lebt ja noch. Ich gehe schon looten gemütlich. Ein blauer Hammer. Ja, dann schauen wir jetzt schon mal an. Der könnte gut sein. Der ist es. Der Kerker-Vorschlaghammer. Der ist irgendwie vom Schaden her zumindest nicht so gut. Schaden pro Sekunde nur 70. Hat keinen Sockel. Der ist irgendwie nicht so gut. Glaube ich einfach. Schade. Am Anfang ist das Spiel auch noch so leicht, dass im Grunde die Ausrüstung keine allzu große Rolle spielt. Ihr habt eine Quest abgeschlossen. Ich dachte irgendwie, der Ingenieur ist mehr so ein Supporter, der eher so baut und heilt und aber im Endeffekt haut er einfach alles mit seinem Hammer kaputt. Wer hätte das gedacht? Hey! Lass meinen Alpaka in Ruhe. Was soll denn das? Auge Feind! Ein legendärer Champion. Aber so legendär dann scheinbar auch wieder nicht. Der Augefeind. Die zufällig generierten Namen sind schon auch komisch, oder? Da drin im Dungeon war es doch noch der Erdefeind, ne? Und jetzt ist es der Augefeind. Ah, hi. Hi zu alt für. Immer noch am Streamen. Immer noch. Ja, ja. Wir haben vorher eine Stunde Pause nochmal gemacht, aber grundsätzlich seit gestern um 12 Uhr mittags geht es mehr oder weniger fast ununterbrochen. Immer weiter und weiter. Und es nimmt einfach kein Ende. Das ist wundervoll. Kelektine ist aber zäh. An Ruhm gewonnen. Cool. Ein Ruhm-Level aufgestiegen quasi. Weiß nicht mehr genau, was das bedeutet, aber das war gut. Es ist wirklich,
Ich habe das früher so lange und so oft gespielt. Alles ist noch so lose in meinem Kopf. Alles löst Erinnerungen auf, aber nichts Konkretes mehr. Auf? Alles löst Erinnerungen auf? Oh Gott, das klingt ernst. Gut wäre vielleicht eine Flächenfernkampfwaffe. Werner zieht dann die Gegner an und du gibst Zaurus. Das stimmt, aber unser Ingenieur ist einfach der Hammer. Der Hammer-Guy. Ich glaube, ehrlich gesagt, könnte man die, wenn man will, auch auf jede Waffe spezialisieren, aber er ist einfach der Hammer-Guy. Ich meine, wenn ich mal eine sehr gute Waffe von einer anderen Klasse finde, die einen höheren Schaden pro Sekunde hat, dann nehme ich die natürlich, aber... Wobei, es stimmt schon, die Hammerfähigkeit können wir vielleicht ohne zweihändigen Hammer gar nicht mehr benutzen. Und die haut schon gewaltig rein. Wie kommen wir denn da runter? Ah, da. Ochsstorm! Cool. Level 8. Das geht so schnell. Oh, da ist noch wer. Jetzt nicht mehr. So, was haben wir denn da? Oh, der Granitvorschlaghammer. Der macht zwar ein bisschen weniger Schaden pro Sekunde als unser jetziger Hammer. Muss ich mal schnell vergleichen. Ja. Aber der hat 4 leere Sockel. Da könnte ich halt 4 coole Sachen einschmieden. Das ist natürlich nicht schlecht. Den heben wir mal auf. Würde ich sagen. Hier haben wir noch eine Hose. Okay. Weißt du was, Alpaka? Geh vielleicht mal kurz verkaufen. Inventar ist eh schon wieder so voll. Ist fortgegangen. So. Na schau, ist schon wieder da. Ich finde ziemlich viel Zaubersprüche. Ich weiß gar nicht mehr genau, was es mit denen auf sich hat. Wahrscheinlich kann man die wirken. Dann passieren Sachen. Würde ich jetzt vermuten? Bin mir nicht mehr sicher. Heilbot. Oh, da stand irgendwie Stufe 12 oder so, ist das empfohlene Level? Na, ist okay. Hammer Time! Ganz genau zu alt für. Das ist unser Motto. Every time is Hammer Time. Ah.
denn? Tot, würde ich sagen. Irgendwie beschwören die Geister Bällchen, aber die Bällchen tun gar nichts. Ich hau sie aber trotzdem. Verzeihung. Wisst ihr, was ich jetzt dann mache nach dem Stream? Ich glaube, ich gehe in die Wanne und dann schlafe ich in der Wanne ein und dann wache ich auf, wenn das Wasser total kalt ist. Und dann denke ich mir, ist das ungemütlich. Das wird so toll. Vielleicht doch nicht. Vielleicht gehe ich einfach ins Bett. Oder ich mache durch, damit mein Schlafrhythmus nicht total durcheinander kommt. Schaffe ich eh nicht. Wem will ich das vormachen? Was? Mir? Wen? Hau doch den Topf, Mensch! Vor lauter blinder Wut haut sie einfach Luftlöcher statt die Vasen kaputt. Mir kommt das Spiel so leicht vor, aber ich glaube, das ist normal wahrscheinlich. Der Schwierigkeitsgrad kommt dann erst mit den New Game Pluses auf den höheren Schwierigkeitsgraden und so, wie das für solche Spiele eigentlich üblich ist. Ich habe nicht genug Mana. So, jetzt könnten wir unseren Hammer aufwerten. Das Glück ist mit euch. Dann wird er krass mächtig. Ich könnte ihn nochmal verzaubern. Der ist jetzt schon krass mächtiger geworden. Dafür sind wir jetzt pleite. Ich hoffe, das hat sich gelohnt. Ich hätte vielleicht das Geld nicht für irgendeinen kleinen, blöden Zwischenwaffenhammer ausgeben sollen, der sowieso bald veraltet ist. Aber gut. Oh, der macht mir jetzt tatsächlich Schaden, der Kerl. Ich glaube, das ist der erste Gegner, der mir echt gefährlich werden könnte auf Dauer. Hätte ich nicht erwartet. Gerade sage ich noch, wie unglaublich leicht mir das Spiel vorkommt. Und schon verbrauche ich meinen ersten Heiltrank. Ihr seid fachkundiger geworden. Bombe! Das ist gemein. Hey, Lateres. Dir auch ein schönes neues Jahr.
Dankeschön. Hör mal, wer da hämmert. Der Ingenieur ist einfach der Hammer. Gibt es noch irgendwelche Hammer-Puns, die man reinwerfen könnte? Mir fällt keiner mehr ein. Was machst du da? Danke. Hier sind ganz schön viel versteckte Bomben irgendwie in den Vasen. Das ist nicht nett. Ja, dann umso mehr, würde ich sagen. Moment, einfach nur ein Schildträger ist doch kein Boss. Einfach nur ein großer Schildträger. Der sah sehr groß aus, oder? Ich finde, der sah aus, als wäre ein Boss. Der hatte Bosspotenzial von der Größe her. Aber dann doch nicht. Der Brunnen da hinten sieht irgendwie verdächtig aus. Aber irgendwie kann man mit dem nicht interagieren. General Grell ist da drin. Okay. Hinter dem Tor ist wahrscheinlich Bosszeit. Oh, wie komme ich denn da rüber? Oh, ganz schön Goldhäufchen. Das ist ja nett. Okay, dann gehen wir zu General Grell. Erst hau ich den da noch. Hey, nicht wegteleportieren, wenn ich dich hau. Das ist wirklich nicht nett. So, und jetzt gehen wir zu General Grell. Jo, gute Nacht. Ja, für mich wirklich dann gute Nacht, zu alt für. Mach's gut. Mit dem Hammer durch die Wand. Irgendwas mit Hammer, Bruder. Stimmt. Meinst du, Hammer alle durch? Aber richtig viel Schaden macht General Grell jetzt auch nicht.
aber es steckt was ein. Mein Gott, wieder was einsteckt, sehe ich gerade. Ich ziehe ihm ja kaum was ab von seiner Energieleiste. Das wird ein richtiger Ausdauerkampf hier. Aber ich glaube, ich gewinne. Habt ihr es gehört? Mein Begleiter ist geflohen, hat er gerade gesagt. Es gibt also doch noch eine Leiste. Euer Begleiter ist schwer verletzt. Abgeschlossen. General Grell ist... Mir fällt kein Wortspiel ein. Ich wollte einfach nur ein Wort mit G finden, das gepasst hätte. Ist... kaputt. Ist kaputt gegangen. Aber mir ist nichts eingefallen. Hallo, komischer Drache und komische Person. Ich weiß nicht, wer ihr seid, aber ich bin froh, dass ihr da seid. Wir kamen dazu, als der Alchemist die Wächterin überwältigte, aber es ging alles zu schnell. Wir konnten ihn nicht aufhalten. Der Alchemist war gerade fort, da kamen Grell und seine Horde. Seit Jahren hatten sie versucht, hier einzudringen und Beute zu machen. Der Angriff des Alchemisten bot ihnen die erhoffte Gelegenheit. Ich hätte wissen sollen, dass mit dem Alchemisten etwas nicht stimmt. Nach unserem Sieg über Ordrak waren wir vom Pesthauch des Blutsteins geheilt. Aber der Alchemist hörte nicht auf mit seinen Experimenten. Der Zerstörer und ich taten einfach so, als merkten wir nicht, welche Wirkung das auf ihn hatte. Ein schrecklicher Fehler. Ich hoffe sehr, er lässt sich noch korrigieren. General Grell war nicht gerade der Hellste. Nee, auch nicht gut. General Grell ist ein Licht aufgegangen. Nee, ist das Licht ausgegangen? Ah, die grellen Lichter sind erloschen. Egal. Drache, was ist mit dir? Die Suche nach einem Heilmittel gegen den Pesthauch des Blutsteins hat den Alchemisten an den Rand des Wahnsinns gebracht. Er hat mir Energie entzogen, um Ordraks Herz zu stärken, das durch die Zerstörung von Deutschland geschwächt war. Mit der Kraft der Wächter könnte Ordraks Herz allen Blutstein vernichten. Vielleicht spricht er sich davon ein. Der Alchemist muss aufgehalten werden, bevor er weitere Wächter angreift. Jedes Mal, wenn er uns Energie entzieht, wird Ordraks Herz stärker und eher gefährlicher. Kehrt mit Kommandeurin Vale zur Enklave der Esterianer zurück und plant euren nächsten Zug. Ihr habt eine Quest bekommen. Okay. Anscheinend hat sich die Lage verschlimmert, während wir am Urquell waren. Was es auch ist, das die Esterianer krank macht, es breitet sich aus und hat auf das Gebiet nördlich von hier übergegriffen. Dorthin wollte der Großregent. Falls er den Wachtwalltempel schon erreicht hat, wird er zur Vorsicht die Tore versiegelt haben. Was bedeuten könnte, dass der ganze Tempel sich gerade in ein großes Seuchengebiet verwandelt. Diese Seuche scheint besonders Wesen zu befallen, die von Natur aus magische Fähigkeiten besitzen, wie die Esterianer und Wächter. Menschen wurden bisher nicht angesteckt. Also habe ich medizinische Güter angefordert
und werde mich um die medizinische Versorgung hier kümmern. Ihr macht euch unterdessen auf zum Bachtwaldtempel. Geht über den Krähenpass in die Raureifhügel. Versucht, den Großregenten einzuholen, bevor er den Tempel betritt. Ihr habt eine neue Quest. Ach was. Gut, dass ihr es geschafft habt. Ihr seid erfahrener geworden. Ah, die können jetzt einschmieden, oder was können die? Nee. Ich hab ein paar gute Angebote für Sie. Grüße! Selber Grüße. Verkaufen. Ich verkaufe mein Zeug einfach selbst jetzt. Oh, da haben wir es gut. Da haben wir es schon sehr gut. Den kann ich wahrscheinlich sehr lange nicht nehmen, oder? Level 17 oder ganz viel Stärke. Hm, mal schauen. Aber das andere Zeug kann weg. Oh, der ist auch gut. Und den kann ich jetzt schon nehmen. Dann kann ich den Hammer im Grunde, der gerade angelegt ist, dann verkaufen. Glaube ich. Ja, sieht so aus. Trotz Upgrades, trotz Verzauberungen. Ist der immer noch besser. Na dann, verkaufen wir unseren alten Hammer. Oh, Stiefel. Nicht identifizierte Stiefel. Ich muss erstmal in unser Menü. Wir müssen uns erstmal ausrüsten, bevor ich hier verkaufe. Ich muss ja erstmal wissen, was gerade up to date ist. Wie gut wir sein könnten. Identifizieren. Oh, das sind gute Stiefel. Erfordern aber Stufe 17. Aber die heben wir auf jeden Fall. Dann haben wir hier noch gute Hosen gefunden. Ein gutes Jäckchen. Eine bessere Mütze. Ah, General Grellt Kopfschmuck können wir dann später mal tragen. Aber noch nicht. Der ist erst ab Stufe 12. Müssen wir bald haben, oder? Okay, nochmal verkaufen. Genau, Helden wir mal auf. Oder so ähnlich.